Am Montagmittag fand im Bereich der Mannheimer Neckarpromenade ein größerer Polizeieinsatz statt. Ein Schüler der Karl-Benz-Schule soll zwei vermeintliche Mitschüler beobachtet haben, von denen einer der beiden einen waffenähnlichen Gegenstand bei sich hatte und damit hantierte. Der Zeuge teilte dies der Schulleitung mit, welche umgehend die Polizei alarmierte. Durch Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Mannheim wurden die gemachten Aussagen überprüft. Dafür wurde das Schulgelände, das Schulgebäude sowie Anwesenden abgesucht bzw. überprüft. Die Schule wurde hierfür größtenteils geräumt. Es ergaben sich bis zum Abschluss der Einsatzmaßnahmen keine Hinweise auf eine konkrete Gefahrensituation. Das Kriminalkommissariat Mannheim und das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt haben die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen.